Ich wohne in Südamerika und habe seit längerer Zeit weder Bankkonto noch benutze ich Kreditkarten. Ich könnte ja Vollkornmehl aus eigener Produktion spenden, aber die Übergabe dürfte vermutlich etwas kompliziert werden. Wir empfehlen für die Übergabe Lamas oder Rentiere. Warum spendet ihr? Zitat: Hatte gerade 50 Euro übrig und fühlte mich von meinem Gewissen genötigt. Danke an das Gewissen. Zitat: Die Live-Berichte sind häufig sehr länglich. Ja, die Ausschusssitzung auch. Spenden per Telepathie. Wir bevorzugen ja besser per Bank. Ihr kämpft für uns alle. Zitat: Metakritik. Geringer Zeilenabstand, zu schwacher Google Plus Auftritt. Gibt's Google Plus noch? Ich lese aus Zeitgründen nur die auf Facebook geposteten Artikel. Pech für dich. Nix. Ich spende nix. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und denke, bei Netzpolitik ist mein Geld jetzt besser eingesetzt. Guter Punkt. Noch ein Landesverrat. Unwissenheit, wobei Teile der Antwort einige Leser verunsichern können. Manche Dinge sind gut, so wie sie eben sind. Zum Beispiel Schweizer Taschenmesser, Überraschungseier und Netzpolitik.org. Damit ihr weiterhin Wadenbeißer bleiben könnt. Netzpolitik.org sollte sich zu einer Nachrichtenseite für Netzpolitik und Co. entwickeln. Ich dachte, das wäre schon.